Dienstagabend, 18 Uhr. Das hat einen besonderen Grund. Wir haben heute wieder ein Auswärtsspiel und zwar bei unserem Partner Fronius in Dorfborn stehen wir, um über das vergangene Fußballwochenende zu reden. Wir haben nachher auch noch einen Gast von Fronius, der gleichzeitig Spielertrainer eines hiesigen Kuppenligisten ist. Aber dazu später mehr. Also bleibt dran, kleines Interview. Wird so spannend machen. Ja, ja, ein bisschen spannend. Okay. Aber apropos Auswärtsspiel, SG Barockstadt war am Wochenende auswärts unterwegs bei dem KSV Hessen-Kassel. Das Spiel hat auch ein bisschen Historisches gehabt. Was denn, Tobi? Falscher Fuß erwischt. Also kannst du mich mal vorbereiten auf so eine Frage oder was? Okay, erste Niederlage im 10. Spiel gegen eine hessische Mannschaft in der Regionalliga. Echt? Sehr gut. Ja, was ist denn da dran historisch? Aber das war schon zu ein Jahr. Leute, das ist jetzt ein Jahr. Leute, also historisch. Aber vorher 9 Spiele gegen hessische Mannschaften nicht verloren. Jetzt hat sie erwischt, Tobi, oder so ein 50-50-Spiel wie in Kassel funktioniert, dann fand ich einfach nur mit einer wirklichen Top-Leistung. Ist das so die Erkenntnis? Ich kann man so sagen. Und ich glaube, festzuhalten bleibt, dass diese Topleistung halt, die war noch ein ganzes Stück weit entfernt. Erste Halbzeit war, glaube ich, die schlechteste in dieser Saison. Vielleicht sogar mit einer der schlechtesten überhaupt in der ganzen Regionalliga-Zugehörigkeit von der SG Barockstadt. Und dann reicht's halt einfach nicht. Und dass man dann so ein bisschen in der zweiten Halbzeit sich daran klammert, dass man dann vielleicht ebenbürtig war und dass man den Ausgleich macht und dass man ein dummes 2-1 kassiert. Das ist dann als, ich will nicht sagen als Ausrede, aber es ist dann zu einfach zu sagen, wir hätten vielleicht einen Punkt verdient gehabt, weil ich bin der Meinung, den Punkt hast du an dem Tag nicht verdient. Ja, es war auch schwächstes Spiel. Es war insgesamt über 90 Minuten das schwächste Spiel in der Saison und das mit großem Abstand, glaube ich. Ja, also das mich hat es auch nicht geflasht. Ich habe es mir ja auch angeguckt und mich hat es auch nicht geflasht. Also das muss anders werden wieder, sonst kannst du es abhaken, sonst kannst du es vergessen. Dann kriegen wir noch eine am Samstag. Ja, gegen Mainz. Aber du kannst eben auch nicht jedes Spiel gewinnen. Nein, das ist ja auch eine Entwicklung. Ist ja okay, ich meine, wir haben da vor 5 fast überragende Spiele teilweise gesehen. Mhm. Und genau. Wenn du dann jetzt mal wieder eine Niederlage kassierst und daraus deine Lehren ziehst, ist es doch alles in Ordnung. Genau, 3 Punkte gegen Mainz und die Welt ist weiterhin sonnig. Es war jetzt für die höherklassigen Mannschaften insgesamt nicht so ein erfolgreiches Wochenende. Hessenliga haben wir wahrscheinlich heute relativ schnell abgehakt. Ja. Du warst beim... Ich denke, da war es historisch. Da war es auch historisch. Nein, da war es natürlich nicht historisch. Da war es nicht historisch. Ja, du nimmst vorweg, der HSV nach 488 Tagen wieder ein Heimspiel verloren. Das ist schon ein irrer Wert. Also vor allem in der Zeit 20. Also nicht, dass sie verloren haben. Das ist so lange nicht verloren haben. Ne? Also 20 Spiele gewonnen, einmal unentschieden und keins verloren. Mhm. Also das ist schon eine Wahnsinnsserie. Wahnsinnsbilanz, ja. Also ich wüsste auch nicht, auf dem Niveau, genau, dass das gegeben hat, schon so oft, glaube ich nicht. Das ist schon wirklich. Gegen Alzenau war der Gegner einfach zu gut an dem Tag und Hünfeld ja auch einfach nicht so da, wie es dann gebraucht wird. Zu viele einfache Fehler produziert über das gesamte Spiel hinweg und so wurden sie auch bestraft wie beim 2-1. Das war so ein bisschen der Genickbruch. Da könnt ihr euch gerne nochmal ein Video anschauen. Böser Patzer von Marcel Dücker, der war natürlich auch nachher total bedient, tot traurig, aber das passiert dann auch mal im Besten. Genau, alles in Ordnung. SV Steinbach, warst du am Mühlengrund? Ich war am Mühlengrund, ja. Eigentlich will ich gar nicht so groß drüber sprechen, weil es eigentlich so ein richtiges Scheißspiel war. Es war 2 Schwerverletzte bei Gießen. Also das waren schon Situationen, wo die erste Verletzung, da sitzt du da läuft dir das eiskalt den Rücken runter. Da denkst du, ey Mann, jetzt hör auf zu schreien. Ne? Jetzt hoffentlich wird es jetzt besser und kommt der Krankenwagen. Gute Besserung erstmal an der Stelle hier. Das hat so das Spiel so ein bisschen übertüncht. Also Paes ist raus, verletzt von Steinbach früh, Kniekehle, das sieht nach Meniskus aus. Dann 2 Gießener, wobei ich natürlich sagen muss, die 2. rote Karte war ja an Dämlichkeit überhaupt nicht, also die 2. schwere Verletzung, gab es dann die gelb-rote Karte und das war an Dämlichkeit eigentlich überhaupt nicht mehr zu überbieten. Thiago Queiroz wird eingewechselt, rennt einem an der Mittellinie hinterher, macht die Schere zu, kriegt ihn nicht zum Glück. Hat ihn nur leicht erwischt, er kann weiterlaufen, dreht sich. 10 Sekunden später kommt er wieder von hinten, macht das gleich und diesmal hat er ihn erwischt. Also für mich war es knallrot. Ich finde, Pascal Loschka hat da wirklich alle Augen zugedrückt, indem er gesagt hat, hier das erste war faul, gelb, habe ich Vorteil laufen lassen, für das kriegst du noch immer gelb. Ich glaube, da kann er ein Dankeschreiben dafür schicken. Also für die Attacke finde ich, gehört er 6 Wochen, 8 Wochen aus dem Verkehr gezogen normalerweise. Also das ist einfach, das war ein Unding, das war total Banane.
lass es sein. Das macht man nicht. Also das geht einfach nicht. Und Steinbach war einfach schlecht. Gießen war gut. Völlig verdientes 2-0. Wenn die es ein bisschen cleverer spielen, geht es 5-0 aus. Muss man akzeptieren. Trotzdem wird Steinbach da unten rauskommen. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. So richtig trinken sie auch gar nicht. Ja, das ist ja alles noch frisch. Ja. Ne? Alles gut. Alles gut. Übrigens, ihr mit eurer, ne, ihr habt euch ja so 2-3 Mal jetzt über Steinbach moniert. Grüße nach Steinbach. Herrlich. Ey, das hast du ein Plätzchen gekriegt. Ich habe mein WLAN gekriegt. Hier, Ralf, was machst du denn? Hey, alles, Leute. War alles klasse. Die Arbeit war alles klasse. SV Steinbach sind super. Und super, das war wirklich jetzt arbeiten. Gibt es einen Platz, wo ich genauso gut arbeiten kann? Und das ist das Stadion in Fulda. Ansonsten Steinbach. Wobei mir der alte Platz zwischen den Trainerbänken besser gefallen hat. Ja, da hat man ein bisschen. Da hat man diese Input. Links der Trainer, rechts der Trainer. Du saßt mittendrin. Also es war halt schon. Aber ich kann auch verstehen, dass man so ein bisschen nach drüben geschoben hat, neben die Auswechselbank. Es ist okay. Also das Arbeiten ist schon super. Es gibt immer ein Zitzelchen. Weltklasse, hier alles da gehabt. Alles da gehabt. War alles super. Übrigens habe ich ja zum ersten Mal gesehen, macht das ja schon länger, Franzi Vogt als Platzsprecherin. Überragend, ne? Herrliche Stimme, hört sich gut an, angenehm. Und vor allem die Franzi dreht die Musik nicht so hart auf, wie es manch anderer macht, wenn er dort ist. Und ich habe das mal gesehen, die haben so ein Mischpult und dann ist da vorgezeichnet 6, 8, 10 und wirklich beim Tor soll man bis Anschlag drehen. Und du hast ja auch schon hier und da Musik gemacht. Da übersteuert man eine Anlage auch, wenn man absolut den Regler bis auf Anschlag. Ich bin aber auch kein Maßstab, ich habe Tinnitus im 5. Grad, von daher. Okay. Lass uns über die Verbandsliga ganz kurz sprechen. Barockstadt 2 ist sicherlich mal ein Thema. Werden die Meister, Ralf? Boah, ja. Ja, also ich könnte es mir vorstellen. Ich könnte es mir wirklich vorstellen, warum nicht? Wir haben die ja die ganze Zeit schon stärker eingeschätzt, als sie sich selbst darstellen. Ja, also das Ding in Bronzell, das war der deutlichste 1-0-Sieg, den ich je gesehen habe. Also das Ding war sowas von ungefährdet. Wir müssen ein bisschen cleverer machen. Da steht das Ding frühzeitig 2-0, ist der Deckel drauf. Und ich kann es bis jetzt noch nicht beurteilen. War Bronzell so schlecht, dass die wirklich keinen Ball aufs Tor gekriegt haben oder standen die einfach so gut? Aber auch Bronzell, das ist natürlich wirklich ein Kritikpunkt. Auch Bronzell muss natürlich wissen und merken, hohe Bälle in die Mitte, Sonnenberger Habermehl, ja, dann spielen flach hin, dann geben gleich ab den Ball. Also das haben sie halt viel zu oft gemacht. Die zwei haben sich kaputt gelacht da drin. Natürlich überragend gespielt, das Ding zugemacht. Immer wieder die langen Dinger probiert auf die zwei und da kam natürlich nicht einer an. Da gibt es so ein schönes Video, das haben wir uns angehört jetzt die Tage mit dem Hansi Flick, wo so ein bisschen mit KI die Stimme eingespielt wird. Da gab es den Totenkopfpass ins Bermuda-Dreieck. So war das auch. Ne? Kennst du doch das Bermuda-Dreieck? Tatsächlich kenne ich, ja. Das sind die Flugzeuge verschollen. Das sind wohl diesmal die Bälle mit gemeint. Ne? Ja, wer ist der größte Konkurrent für die SG Barockstadt 2 in der Verbandsliga? Also wenn ich die Tabelle anschaue und rechne nochmal einen Sieg beim, ich glaube, aktuellen Tabellenvierten dazu, wenn du das meinst, dann wäre es einer vielleicht Leinbach. Ja, das ist überragend, ne? Überragend. Hätte ich auch niemals gedacht, ne? Also das erste Spiel verloren, ich glaube, danach nur noch eins verloren. Und ja, da ist ja die Ausrede, dass Florian Roth als Trainer die Woche über nicht da war und konnte die Mannschaft nicht vorbereiten. Ansonsten alles gewonnen. Ja. Da sind 19-Jährige, die trumpfen komplett auf. Borasch, Kümmel, keine Ahnung, Bartosz Witkowski. Ja, das hätte ich niemals vor 6 Wochen gedacht. Ich freue mich auf Samstag, ich darf gegen Bronzell. Bin mal sehr gespannt, wie das Duell so ausgeht. Ja. Aber an der Stelle ein kurzer Cut. Wir holen uns nämlich einen Gesprächspartner hinzu, um ein bisschen über die Gruppenliga zu sprechen. Nun bei uns der angekündigte Gast, Daniel Heil, Spielertrainer der SG Ehrenberg, gleichzeitig Mitarbeiter hier bei Fronius. Genau. Ein Frischling auf der Trainerbank, ein Frischling bei Fronius, wie ich erfahren habe. Was machst du hier bei Fronius? Genau, in der Sommerpause sozusagen gewechselt, nicht den Verein, sondern den Arbeitgeber. Bin seit 1.7. bei Fronius und dort in der Finanzabteilung tätig, genau, gerade in der Einarbeitungsphase. Ist der erste Eindruck bei Fronius besser oder bei der SG Ehrenberg als der? ich glaube bei Fronius, denn da läuft es reibungsloser. Die Freundlichkeit ist bei beiden gleich, sowohl in Ehrenberg als auch bei Fronius. Alle nett, freundlich, hilfsbereit. Also da gibt es schon gute Parallelen. Naja. Ehrenberg als Absteiger, seid ihr jetzt losmarschiert und habt so ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt. Das kann man schon so sagen.
aber Daniel Heil glänzt jetzt als Torschütze, hat das Spiel gegen Hünnebach entschieden, das Spiel gegen Großenlüder jetzt ganz kürzlich entschieden mit einem Doppelpack. Warum bist du jetzt der, der die Tore schießen muss bei der SG Ehrenberg? Warum schieße ich jetzt die Tore bei der SG? Bin vielleicht ein bisschen offensiver aufgestellt insgesamt. Liegt aber eher daran, dass wir im Offensivbereich ja vielleicht ein, zwei Leute zu wenig haben. Vor der Saison noch ein eingeplanter Spielmacher abgesprungen oder im Laufe der Vorbereitung eher abgesprungen. Von daher jetzt ein bisschen offensiver und hinten die Defensive macht's im Moment auch gut. Sind engagiert, sind da die Jungs. Von daher gibt's da keinen Grund irgendwie zu wechseln, dass ich wieder nach hinten rücken müsste. Nach dem Abstieg, es war ein schwerer Umbruch. Du warst ja natürlich letztes Jahr auch schon da als Spieler. Ja. Und hinten raus konntest du nicht mehr so helfen, weil du lange verletzt warst. Ja. Bist jetzt wieder voll da. Was ist so die größte Hürde, die man noch überspringen muss nach dem großen Umbruch? Ist auch ein bisschen jünger geworden, habe ich so das Gefühl, die Mannschaft? Die größte Hürde war eigentlich der Umbruch mit, ich glaube, 9 oder 10 Abgängen und 8 Zugängen, das erstmal wieder zu meistern. Und dann auch so die erste und zweite Mannschaft wieder enger zusammenzubringen. Und so, das war eigentlich so die größte Hürde oder ist noch die größte Hürde. Ja. Und das funktioniert gut zwischen erster und zweiter? Ja, das funktioniert gut. Ist klar noch ausbaufähig, so wie viele Themen, aber das funktioniert gut. Rücken wieder enger zusammen, trainieren zusammen, Spielersitzung zusammen und auch der Austausch erste und zweite Mannschaft auch im Spielen klappt eigentlich reibungslos. Das passt sehr gut. Montag habt ihr, also gestern, habt ihr einen Fairplay-Preis gewonnen. Als Absteiger ja. In der Verbandsliga, eine Röner Mannschaft, die den Fairplay-Preis gewinnt. Irgendwie passt doch da was nicht zusammen. Also fährst du Verbandsligist in Hessen. War das der Grund, warum wir abgestiegen sind? Nee, das war nicht der Grund, warum wir abgestiegen sind. Ich glaube einfach, dass wir uns relativ wenige dumme Aktionen oder dumme gelbe Karten und dumme rote Karten eingehandelt haben, keine Tätigkeit oder sonstiges, was dann doch in der Fairness-Tabelle bei vielen Mannschaften dann doch mal einen Ausschlag gibt, dass man eben nicht ganz oben landet. Aber das ist jetzt der ausschlaggebende Punkt, das ist auf keinen Fall. Mike Voll hat immer gesagt, bei ihm eine fairste Mannschaft, das kann eigentlich gar nicht sein. Und ja, das haben wir es doch wahr gemacht. Aber wird da in der Mannschaft darüber gesprochen? Wird sowas auch, freut man sich auch über sowas? Also der Verein hat sich schon gefreut, das habe ich gemerkt, waren auch 2 Vertreter dort gestern genau. In Lübenberg. Genau, der Julian Keidel war dort und der Udo Wischnewski aus dem Führungsteam. Klar freut man sich darüber, eine faireste Mannschaft zu sein. Wenn das gemessen wird und man steht oben, freut man sich klar drüber. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass man nicht ganz hinten steht und dann müsste man sich wirklich Gedanken machen. Aber generell sollte eigentlich, egal welche Mannschaft jetzt da oben steht, über die Liga hinweg eigentlich alle fair bleiben und fair sein. Ob wir jetzt da oben stehen oder Zweiter oder Dritter werden, ist eigentlich egal, solange irgendwie keine blöden Aktionen am Sportplatz entstehen oder irgendwelche Ausschreitungen oder sonstige sind, ist es eigentlich erstmal die Hauptsache. Du bist ja selbst ein sehr, sehr ruhiger Vertreter. Mhm. Wann kann man dich denn mal so aus der Defensive locken? Schwierig, ne? Schwierig. Ich glaube, das war früher immer anders. Da war ich ein bisschen impulsiver. Jetzt mit der Zeit und auch mit dem Trainergeschäft, glaube ich, jetzt wird man ruhiger oder muss man auch ruhiger werden, um eigentlich auch mit einem guten Beispiel voranzugehen. Ich habe aber gehört, eine Fahrt gab es nach Würzburg. Einstands- oder erste Mannschaftsfahrt? Ja, war das. Würzburg, ja. Da wurde mir berichtet, da ist der Daniel mal so richtig aus sich rausgekommen. Das weiß ich nicht. Also völlig weiß ich auch nicht mehr, nee, Spaß beiseite. Nee, eigentlich, wie es auf Mannschaftsfahrten so ist, ist die Stimmung gut, ist die Stimmung gelockert. Damals sind wir nicht abgestiegen, von daher war das noch mehr ein Grund zu feiern, aber okay. Da nichts. Wo landet die SG Ehrenberg am Ende der Saison? Nach dem Platz? Ich glaube, wir wären zufrieden mit einem Platz 7, Platz 8 zwischendrin. Wobei das wahrscheinlich dieses Jahr ähnlich wird wie letztes Jahr, also in der Gruppenliga letztes Jahr eine relativ lange Saison mit vielen Mannschaften, die viele Punkte sammeln. Und das wird ein langes Hauen und Stechen, dass man drin bleibt. Deswegen hoffen wir einfach, dass wir frühzeitig genug Punkte sammeln, um uns ein bisschen da unten rauszuarbeiten. Und dann ja, in ruhigen Platz 7 bis 8 mit einer ordentlichen Entwicklung ist, glaube ich, völlig in Ordnung. Vielen Dank dafür, viel Erfolg. Danke, und danke. Wir sind uns ziemlich sicher, dass Daniel Heil die Saison als Trainer überstehen wird. Trotzdem habe ich jetzt mal gehört, einen guten Ausspruch. Ein Trainer steht immer 5 Spieltage vor der Entlassung. beim Jürgen Krawczyk waren es tatsächlich 6 Spieltage. Wie sehr hat dich das, um nochmal in der Gruppenliga zu bleiben, wie sehr hat dich das letzte Woche schockiert? Das hat mich aus den Socken gehauen. Also mal ganz ehrlich, da gibt's ja auch Geschichten zu, ne? Also kann man ja ruhig mal erzählen. Das war ja in Oberzell, nicht nur in Oberzell so. Es ging ja wohl auch von 2 Spielervätern aus, ne? Die da draußen Rabatz machen. Und da ist unter anderem gefallen, nee, der Krawczyk hat keine Ahnung.
Diese zwei Spielerväter, kann ich mich gerne erinnern, dass die mal irgendwo gekickt haben. Die scheinen mal in der A-Liga irgendwo in der Reserve gekickt zu haben und erzählen einem Mann, der 60 Jahre Fußball macht in Fulda, er hat keine Ahnung. Und zwar den besten Fußball. Und darauf springt dann ein Verein an, nachdem ein Jürgen Krawczyk die Mannschaft in Oberzell in den Kreis holt und wirklich auch sagt, Leute, wir haben jetzt 6-mal verloren, wie seht ihr das? Und da muss wohl sehr einstimmig gewesen sein, hör bloß auf mit dem Scheiß, mach weiter. Und trotzdem wird er entlassen. Und mich hat es ein bisschen aus den Socken gehauen. Ich muss sagen, mir fehlt die Dankbarkeit. Also die verlieren die Dinger knapp in der 90. Minute. Waren die Spiele, die ich gesehen habe, nicht sonderlich gut, aber sie waren auch nicht hoffnungslos unterlegen. Ich finde, da fehlt die Dankbarkeit, das geht nicht. So. Also für mich, er ist, glaube ich, mit 4 Vereinen in die Oberliga aufgestiegen, mhm. Jürgen Krawczyk. Für mich das absolut Eindrucksvollste ist, wie er sich einfach nochmal verändert hat. Mhm. Natürlich, was er den Spielern geboten hat, absolut beeindruckend. Wir haben letzte Woche selbst auch versucht, natürlich den Jürgen zu erreichen. Mhm. Haben auch erreicht. Er hat dann so ein bisschen abgewiegelt, weil er wahrscheinlich auch einfach ja so ein Typ ist, der jetzt nichts Negatives über den Verein sagen will. Mhm. Wir wissen, die Mannschaft war unfassbar dankbar ihm gegenüber und wollten das auf gar keinen Fall. Ja, jetzt muss man abwarten. Also ich hoffe, ganz ehrlich, von innerstem Herzen, dass noch in dieser Saison irgendwann ein Feuerwehrmann gebraucht wird und Jürgen Krawczyk übernimmt und schafft das. Weil ich einfach der Meinung bin, nach 60 Jahren Fußball hat so ein Mann so einen Abgang ganz sicher nicht verdient. Nein, wünscht man ihm auch nicht. Er ist ein Gentleman. Ja, ein feiner Kerl. Und man kann auch mal mit ihm an die Haare kommen. Das ist in unseren 30 Jahren auch immer mal passiert. Haben wir auch mal 2 Jahre, haben wir uns auch mal angeschwiegen und mal vorbeigeguckt. Aber das klettert sich dann alles wieder. Nein, so ein Abgang, das wäre schade. Also das wäre schade, wenn das seine letzte Station wirklich so endet. Sein Nachfolger Stani Shilaki, du durftest das erste Spiel begleiten. 1-6. Also das sagt dann viel vielleicht auch über den Zustand der Mannschaft in der Woche aus. Schon krass, ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Neuer Trainer, alte Ergebnisse, hat ein Zuschauer ein paar Meter neben mir gesagt. Ja, kann man so sehen, muss man vielleicht nicht so sehen. Kann man nicht so sehen, weil 6-1 haben sie ja nicht verloren. Das ist schon ein krasses Ergebnis, hätte ich auch nicht damit, weil... Wobei auch der Stani keine Schuld hat. Ne? Nein, mit der Aussage falsch verstehen. Wie willst du das machen? Der ist Freitagabend zum ersten Mal da gewesen, hat wahrscheinlich eine Einheit geleitet, dann steht er Sonntag da. Da kannst du ja noch gar nichts ändern. Ne? Spätestens das beweist, die Mannschaft hat vorher nicht gegen den Trainer gespielt. 0,0. Also das ist ja sonnenklar, wenn man dann so ein Ergebnis hat. Aber es ist halt... Vielleicht aber noch diese Unerfahrenheit. Ne? So, da hast du in Johannesburg spielt halt Niklas Odenwald oder Jan-Henrik Wolf. Die wissen ganz genau, Stani hat es gesagt, sie sind Zocker. Ne? Mhm. Ja. Die machen aus dem, was sie haben, holen die das Maximum raus. Und dann hast du auf der anderen Seite einen Johann Fuchs, das sind 18-, 19-Jährige, die brauchen dann halt nicht nur eine Chance, sondern vielleicht auch 3 für ein Tor. Ja. Das ist halt der Unterschied. Was normal ist. Absolut. Ja, aber ich bin mir auch sicher, dass Petersberg noch diese Punkte holen wird. Die hätten sie unterm Jürgen Krawczyk geholt, die holen sie auch jetzt unterm Stanislav Shilagi. Bin ich felsenfest überzeugt. Wahrscheinlich, wenn sie irgendwann die Jungs von der zweiten hochziehen, weil da spielen die Erfahrenen. Die müssen ja was machen. Das sind Flo Bott oder natürlich die Trainer, Marc Aschenbrügger, Patrick Stump, das sind ja natürlich auch Mentalitätsspieler, der Mannschaft viel geben. Und es ist schon erstaunlich, die zweite Mannschaft ist jetzt Zweiter in der A-Liga Fulda. Mhm. Die sind letztes Jahr fast abgestiegen, haben ganz am Ende der Saison den Turnaround gekriegt. Mhm. Sind wir schon wieder beim Englischen. Ja. Welcome, guys. Also die Kehrtwende geschafft. Ja, die Kehrtwende geschafft. Und spielen eine hervorragende Saison, eben mit dieser erfahrenen Achse. Ich bin mir sehr sicher, weil das alles Ur-Petersberger sind, wenn die jetzt noch 3-mal verlieren oder nicht gewinnen, dann werden auf einmal wieder Altarrivierte auferstehen. Jetzt sind wir schon bei der A-Liga und dann vielleicht auch so ein bisschen am Ende für heute. Ich habe noch was. Bevor du mit der A-Liga anfängst, will ich noch eine kleine Story erzählen. Okay. Ralfi hat ja die Klappe wieder aufgerissen. Freitag, Spiel der Woche, Rosenfeld-Welgers. Ey, da muss ich hin, da fallen Tore. Das geht 3-3, 4-4. Das war ein Top-Spiel, aber auf hässlicher Niveau schon. Ja, es war hässlicher Niveau. Das war, deshalb habe ich es auch schon geschrieben. Das passiert natürlich, aber war natürlich ein Gockel. Aber naja, aber mal ernsthaft. Und ich war klar, da fallen Tore. Also die haben die besten Sturmreihen, die Abwehrreihen. Da passiert ein bisschen was. Ne? Und natürlich, ich saß dann bei Bernhard Wehner. Und irgendwann fing er an zu frotzeln neben mir und sagt, ja, guck mal an euren Ticker.
Ein Ticker aufgemacht, sag ich, und was soll ich da jetzt sehen? Da sagt er, hier fallen doch so viele Tore. Das ist das einzigste Spiel, wo noch kein Tor gefallen ist. Da saßen wir und dann sagt der Bernhard aber es passiert noch was. Der Gorgiev, der kann kaum laufen heute, er ist verletzt, aber die kriegen noch einen Freistoß. Ne? Er hat ihn ja lange in Ketzel gehabt. Ja. Und dann packt der Gorgiev zwei Apparate aus. Das kannst du dir nicht vorstellen. Der semmelt den ersten Freistoß aus 35 Meter flach ins Eck neben Pfosten. Ich bin froh, dass ich nicht gefilmt habe, weil da wäre ich nachgekommen mit der Videokamera. Also das war wirklich, das war eine Rakete. Und beim 2-0 aus 17 Meter zentral kriegt der Tormann gar nicht mehr die Beine zu. Der hat keine Chance, die Beine noch zu ziehen. Der ist eingeschlagen. Ich habe geschrieben wie eine Pershing. Das war eine Pershing. Das war unfassbar. Und haben die 2-0 gewonnen. Und er hat jetzt 12 von 20 Buden hat der Gorgiev gemacht. Also Respekt. Das ist ein Spieler, der einfach nichts in der Liga zu suchen hat. Könnte man auch sagen. Ja, das absolut. Der ist geil. Der ist geil. Ja. Und der fehlt natürlich dann auch Ketzel, was natürlich auch wieder ein bisschen was erklärt. Trotz Neuzugänge. Ne? Wenn dir ein Torjäger fehlt, tut weh. Gut. Aber wie gesagt, wir haben schon sehr lange geredet, deswegen keine Geschichten mehr. Sagen wir nur beim Kartenspielen, wer kann uns keine Geschichten erzählen? Keine Geschichten. Aber wir hätten noch so viele. Aber die stehen alle bei uns auf dem Portal. Ja, zum Beispiel die von Hessen-Hersfeld. Junge, Reaktion. Hessen-Hersfeld oder SG Hessen SHA Spielvereinigung, beste Defensive Deutschlands aktuell. Mhm. Und trotzdem nur Zweite. Mhm. Und trotzdem alle Spiele gewonnen. Naja, ist halt so. Stark als Aufsteiger. Ne? Ja. Also. Und dann bist du ja doch wieder bei einer Geschichte. Ja, jetzt die letzte Geschichte. Wir verabschieden uns bis nächste Woche. Falls es heute ein paar Störgeräusche geben sollte, bei Fronius wird gebaut, gehämmert, weil hier Mitarbeiter irgendwie Unterschlupf kriegen müssen und es wächst und wächst und wächst. Also, falls ihr noch einen Job sucht, dann guckt mal auf die Homepage und habt euch hoffentlich nicht zu sehr von den Geräuschen gestört gefühlt. Vielen Dank, bis nächste Woche.